Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr hier seid. Wenn ihr besser Schach spielen wollt, seid ihr hier genau richtig. Und heute möchte ich mal wieder eine User-Analyse machen. Und das ist eine User-Analyse, die mich ganz besonders freut. Warum, erkläre ich euch gleich. Viel Spaß damit. Und zwar hat mir der Sebastian eine sehr nette Mail geschrieben und hat mich darauf hingewiesen, dass er ein paar Partien gespielt hat, ob ich mir die nicht mal anschauen könnte. Und zum einen war die Mail einfach super nett geschrieben. Und was ich auch ganz klasse fand, war, dass er alle Partien ausführlich kommentiert hat. Er hat wirklich hier bei fast jedem Zug was dazu geschrieben, hat Varianten dazu geschrieben. Und das finde ich schön. Das hilft mir unglaublich bei dieser Analyse, auch um auf eure Gedanken einzugehen. Und ich habe ja gesagt, ich werde die User-Analysen erstmal zurückfahren. Trotzdem möchte ich sie nicht ganz beenden. Und deswegen heute hier eine User-Partie von dem Sebastian. Und zwar war das aus der letzten Runde vom Mecklenburg-Vorpommern-Pokal dieses Jahr gespielt. Und diese Partie ist so besonders, denn der Sebastian läuft hier mit ungefähr 1650 DWZ auf und sein Gegner hatte hier knapp 2050. Das heißt, er war knapp 400 DWZ-Punkte Außenseiter, der Sebastian, und der hat mir aber hier trotzdem auch gleich am Anfang reingeschrieben, dass ihm viele keine Chancen ausgerechnet haben, er aber gesagt hat, das ist nicht seine Einstellung, er hat da eine Chance gesehen. Und das erstmal als ersten Hinweis für euch auf jeden Fall, macht das genauso wie der Sebastian. Völlig egal, was ihr für eine DWZ habt, völlig egal, was der Gegner für eine DWZ habt, ihr habt immer eine Chance. Auch euer Gegner natürlich. Aber ihr habt immer eine Chance, nicht gleich da so rangehen, oh mein Gott. Also das finde ich schon mal klasse. Und wir werden sehen, es lohnt sich, diese Einstellung. Also, es geht hier los. Damengambit. Bin ich ja gerade dabei, Videos zu machen. Springer F3. Und jetzt C5. Jetzt C5 ist die Tarasch-Verteidigung. Und Sebastian hat hier auch geschrieben, dass er sich dazu ein bisschen was angeguckt hat. Und zwar ist das jetzt hier so die Grundstellung. Die Idee des Schwarzen ist, dass er durchaus einen Isolani zulässt auf D5, aber auf aktives Figurenspiel setzt. Und da dieses aktive Figurenspiel oft auch sehr stark und ausreichend ist, ist es oft auch so, dass Weiß gar nicht diesen C5 nimmt, sondern sich erstmal weiterentwickelt und das erst später macht. Springer C6. Sebastian nimmt den jetzt aber hier, kann man durchaus machen. Allerdings muss man jetzt hier sehr genau wissen, was man tut. Jetzt ist hier der Hauptzug D4 und jetzt spielt Sebastian einen schwächeren Zug, Springer E4. Es sieht auf den ersten Blick vielleicht wie der natürliche Zug aus, aber der beste Zug ist hier Springer A4. Mit der Idee, dass man hier noch diesen Bauern gedeckt hält. Jetzt kann hier sowas folgen, so eine taktische Variante, mit der Schwarz jetzt hier sich diesen C5 wiederholt, aber dafür das Läuferpaar aufgibt. Und ja, deswegen, auch wenn der Springer A4 hier komisch aussieht, aber da er diesen C5 erstmal deckt, erfüllt er seinen Zweck. Nach Springer E4 kommt Läufer F5 vom Gegner, Springer G3 und Läufer G6. Und jetzt sehen wir gleich, wenn wir uns mal die Partie anschauen, schon so ein kleines Problem von Weiß. Dieser Bauer, der stört ungemein. Ich würde am liebsten E3 spielen und meinen Läufer entwickeln und erstmal rochieren. Und dieser Bauer blockiert mich hier aber völlig. Trotzdem sollte man hier sowas wie E3 oder sogar E4 spielen und sagen, okay, ich muss jetzt meinen Läufer entwickeln. Wenn Schwarz den nimmt, kann man den einfach mit dem Läufer wieder nehmen und die Dame ist hier noch vom Turm gedeckt. Das ist alles in Ordnung. Hier steht man als Weißer sicherlich auch leicht besser. Trotzdem sollte man das spielen, man muss sich hier entwickeln. Ja, wisst ihr, erwähne ich immer wieder, entwickeln. Das ist erstmal das Wichtigste in der Eröffnung. Und Sebastian spielt jetzt hier Dame B3 und schreibt doch gleich selbst dazu. Das war ein klarer Fehler. Ich stehe in der Folge schlecht. Ich hätte an der Rochade und der Entwicklung des Läufer F1 arbeiten sollen. Und das finde ich auch gleich gut, diese Reflexion, die hier stattfindet. Genau, hat er das schon erkannt, Sebastian. Irgendwann muss dieser Läufer entwickelt werden. Schwarz spielt jetzt, nimmt jetzt hier diesen Bauern zurück. Es folgt Läufer D2. Das Problem ist, Läufer D2... Er deckt natürlich erstmal B4, das ist wichtig, für Springer B4, aber Weiß tut nichts groß für seine weitere Entwicklung hier. Jetzt spielt Schwarz auch einen leicht ungenauen Zug, Springer E7.
Es macht hier für mich keinen großen Sinn, den Springer nach E7 und nicht nach F6 zu stellen. F6 ist einfach das natürliche Entwicklungsfeld, wo er einfach viel mehr aggressive Möglichkeiten hat. Eine andere Sache ist, wenn man sich jetzt überlegt, okay, Weiß wird irgendwann E3 spielen, weil er es möchte, dann macht hier durchaus ein Zug wie Dame E7 Sinn. Er deckt nämlich auch B7 schon mal und er geht schon mal hier in die E-Linie, wo gleich ein schwacher Bauer auftauchen wird, wenn Weiß irgendwann E3 spielt. Wenn er das nicht tut, spiele ich Springer F6, rochiere und stelle die Türme in die Mitte und frage Weiß eigentlich mal, wie willst du dich denn hier jemals fertig entwickeln? Also Springer E7, ja, nicht der aktivste Zug, aber gut, kann man erstmal machen. Turm C1 greift den Läufer an mit Tempo, aber gut, er geht einfach nach B6 zurück, wo er jetzt auch den B7 erstmal verstellt. Da fühlt er sich auch wohl. Und jetzt spielt Sebastian E4, das erkennt er, ja, das muss er jetzt hier tun. Irgendwann muss er jetzt seinen Läufer entwickeln und nach diesem Tausch erhält er jetzt aber hier einen schwachen, isolierten Bauern. Es war leider nicht mehr zu vermeiden und Schwarz rochiert kurz. Sebastian entwickelt jetzt seinen Läufer nach C4. Das ist jetzt natürlich so ein Thema der Partie, dieser schwache Bauer. Kann Schwarz daraus Profit schlagen? Das nächste Problem ist eben, dass jetzt nach Läufer C4, es gibt hier kein richtig gutes Feld für den Läufer, deswegen ist Läufer C4 völlig in Ordnung. Mit Springer A5 Schwarz sich einen Läufer holt und Sebastian macht das hier vollkommen richtig. Er schreibt auch schon, er gibt lieber den Läufer D2 ab. Er nimmt jetzt nämlich hier raus und geht nach F2. Auf F2 steht der König gerade erstmal relativ sicher. Deckt den Bauern nochmal und bereitet mal vor, die Türme in die Mitte zu holen. Was man manchmal in so einer Stellung dann macht, ist so eine Art künstliche Rochade. Man schiebt den Turm weg, geht mit dem König zurück und geht mit dem König vielleicht in die Ecke. So als ob man rochiert hätte. Nur dass man da freiwillig hingelaufen ist. So, worum geht es jetzt in dieser Stellung? Wir können jetzt mal aus schwarzer Sicht das sehen. Wir haben hier das Läuferpaar. Weiß hat diesen schwachen Bauern und der König, er ist noch in der Mitte. Und deswegen sollte das Ziel hier sein, das auszunutzen. Und das sollte man mit den Damen auf dem Brett tun. Schwarz spielt jetzt nämlich einen Zug. Dame B6. Ja, das widerspricht eigentlich genau dem, was ich gerade gesagt habe. Schwarz sollte hier die Damen auf dem Brett halten. Ein guter Zug ist hier sicherlich Läufer B6, um hier schon mal Druck zu machen. Klar, die Dame wird angegriffen, aber die könnte zum Beispiel nach C7 mit der Idee dann Springer C6 zu spielen, weil wenn jetzt Weiß hier den spielt, dann wichtig. Als Ablenkung hat man hier noch einen taktischen Gegentrick. Man nimmt mit den Läufer und greift auch die gegnerische Dame an. Deswegen geht hier sogar der. Und im nächsten Zug kann ich dann Springer C6 spielen und die C-Linie zustellen. Ansonsten kann man auch sich auch über Dame B8 Gedanken machen. Da steht sie natürlich leicht passiv da hinten. Und das war wahrscheinlich der Grund, dass der Gegner hier auch Dame B6 gespielt hat. Also von daher kann ich es nachvollziehen, aber grundsätzlich sollte man hier die Dame auf dem Brett halten. Jetzt tauscht Weiß hier und jetzt kriegt der Springer E5 mit Tempo. Und ja, Sebastian schreibt, dass er hier entweder den Läufer nehmen kann oder nach E7 hüpfen kann, D7 hüpfen kann. Und deswegen, weil Springer D7 droht, kommt jetzt natürlich Turm D8. Jetzt droht Schwarz Turm D2. Sebastian spielt Turm D1. Also bisher von beiden Seiten, bis auf diesen Fehler in der Eröffnung von Sebastian, von da an eine sehr folgerichtige Partie von beiden Seiten. Turm C8 macht auch Sinn, den Turm erstmal zu aktivieren. Und jetzt spielt Sebastian auch einen Zug, der mir sehr gut einfach von der Logik gefällt. Er spielt jetzt hier B3 und schreibt, er deckt den Läufer, um taktische Motive aus der Stellung zu nehmen. Und das finde ich eine sehr schöne Idee. In manchen Stellungen einfach so ein ungedeckte, also die ist nicht ganz ungedeckt, aber nach dem Turmtausch, dann deckt nur noch der Springer diesen Läufer und das kann mal irgendwie wackelig werden. Und genau das nimmt jetzt einfach Sebastian mit B3 raus. Finde ich sehr schön. Das ist sowas, das nennt sich Prophylaxe. Es ist noch gar nicht nötig, aber es kann sein, dass es mal nötig wird und es wird auf jeden Fall hilfreich sein. Sehr schön. Also gefällt mir sehr gut. Springer C6. Und jetzt tauscht Sebastian diesen Läufer ab. Das macht Sinn, hier das Läuferpaar wegzunehmen. Und hier schreibt Sebastian jetzt, dass er sich hier sehr wohl fühlt in dieser Stellung, da sein Gegner auch deutlich mehr Zeit verbraucht hatte. Und er trotz dieses Bauern eine vernünftige Stellung hat. Und das ist durchaus so.
Also es ist für Schwarz jetzt nicht so leicht, diesen Bauern auszunutzen. Jetzt spielt er hier König E2, geht mit dem König wieder zurück in die Mitte. Und jetzt wäre ein Moment gewesen, wo man nochmal versuchen kann, diesen Bauern auszunutzen, indem man jetzt sagt, okay, was will ich denn hier in der D-Linie? Hier ist er leider gerade eh nicht zu holen. Ich gehe jetzt voll auf diesen E3 drauf. Und wenn ich es noch schaffe, spiele ich auch noch Turm E7 und verdoppel mich da und gehe voll auf diesen Bauern drauf und sage, das ist mein Ziel. Danach steht Schwarz sicherlich einfach leicht besser, weil er einfach angenehm Druck gegen diesen Bauern hat und es durchaus passieren kann, dass der mal verloren geht. Springer E5. Ja, jetzt gibt es halt so Ideen, schreibt Sebastian auch, wie Springer G4. Und deswegen spielt er jetzt hier H3. Das ist aber ein Fehler, H3. Jetzt ist euer Moment gekommen. Haltet mal das Video an. Schwarz kann hier einen Bauern gewinnen. Versucht das mal zu finden, die Zugfolge, mit der Schwarz einen Bauern gewinnt. Ich verrat's euch. Und zwar kann man jetzt hier tauschen. Wenn der Turm jetzt wieder nimmt, kann man hier tauschen. Und der Turm nimmt hier wieder. Deswegen nimmt hier der König wieder. Aber dann kann man ebenfalls hier tauschen. Und nach dem Tausch hier hängt am Ende der E3. Also jetzt geht entweder der E3 oder der C4 verloren. Kleiner Fehler von Sebastian. Oh, er schreibt einen schwerer Fehler. Klar, hier einen Bauern einstellen ist natürlich ungünstig. Hier kann man vielleicht einfach mal einen Turm raustauschen. Und dann seinen Springer hier irgendwie zentralisieren. Noch passiert hier nichts mit dieser D-Linie. Gut, H3. Stattdessen kommt Turm E8. Und jetzt spielt Sebastian auch was Schönes, ein schönes Manöver. Und zwar spielt der Läufer D5 und will danach E4 spielen. Und das finde ich eine schöne Idee, diesen Bauern hier auf Weiß zu stellen, weil er da von seinem Läufer gedeckt wird und insbesondere aus diesem nervigen Angriff von dem Läufer rausgeht. Springer C6 greift den E3 an. Deswegen geht er jetzt vor, genauso wie geplant. Turm E7 bereitet mal möglicherweise eine Verdoppelung vor. Und jetzt tauscht Sebastian hier aber raus und zerstört dem Gegner die Bauernstruktur. Der nimmt jetzt hier mit dem Bauern wieder. Und jetzt haben wir, ja, beide Seiten haben jetzt hier einen isolierten Bauern. Und die Stellung ist hier relativ ausgeglichen. Aber wir schauen mal, wie beide Seiten die weiterspielen. Turm D6 geht sofort auf diesen schwachen Bauern los. Der geht jetzt vor. Auf C5 ist er zwar sicher gedeckt, aber schaut euch mal diesen Läufer an. Der wird jetzt sehr traurig und insbesondere diese schwachen weißen Felder. Und es gibt hier eine kleine Drohung. Haltet doch mal das Video an und sagt mir mal, was Schwarz droht. Sebastian hat es sofort gesehen, das hat er mir auch hier geschrieben. Ich verrate es euch. Läufer C7. Mit der Idee hier, den zu nehmen. Vorher ging das nicht. Wichtig, ich kann hier nehmen. Und da hängt da unten der Turm. Deswegen ging das nicht. Jetzt spielt Sebastian hier Turm D5. Jetzt kommt Turm E8, geht auf den E4 los. Und Turm C4. Schaut euch mal an, wie schön diese Türme jetzt hier auf diesen weißen Feldern spielen. Und wie schlecht dieser Läufer hier ist. Läufer C7, greift den Springer an, König F3, deckt den Springer. Dieses Endspiel hat Sebastian hier auch geschrieben, hat er als ausgeglichen eingeschätzt, da er nachdem einfach den spielt und sagt, dass er hier wahrscheinlich leicht besser steht. Hier auf jeden Fall, hier steht er deutlich aktiver und besser. Ansonsten ist dieses Turmspiel sicherlich immer ein bisschen angenehmer für Weiß, aber es ist eben nicht so einfach. Also das ist. Hier muss man schon schauen. Der Computer schlägt hier sowas vor und erstmal in so eine passive Stellung gehen und das einfach alles halten. Und dann wird es auch schwer für Weiß hier Fortschritte zu machen. Stattdessen geht jetzt hier Schwarz wieder zurück, hat keinen großen Plan, wie er das machen soll. Und Sebastian spielt jetzt hier A4. Durchaus logisch, mit der Idee mal A5 zu spielen und dann vielleicht den C5 zu gewinnen. Hat aber einen kleinen Nachteil. Und jetzt finde ich auch ein lehrreicher Moment. Haltet mal das Video an und findet mal eine schwarze Idee, einen schwarzen Zug hier. Was er hier so machen kann, außer abwarten. Und ja, ich finde es von daher ein lehrreicher Moment, weil wenn Schwarz hier einfach nur abwartet, dann wird es schwierig für ihn. Ich sag mal, er macht jetzt sowas. Der Springer kann dann anfangen, um zu. Vielleicht kann er sich überlegen, in diese Richtung zu gehen. Und Weiß kann hier seine Stellung nach und nach verstärken und Schwarz. Na, das ist einfach schon ein bisschen unangenehm, die Stellung. Und deswegen findet jetzt hier Schwarz einen sehr aktiven Weg und spielt F5. Das gefällt mir sehr gut, weil wenn jetzt
Sebastian den rausnimmt, kommt der Turm hier unten rein. Und ja, dann kann er zum Beispiel entweder hier nehmen oder es gibt verschiedene Wege. Auf jeden Fall wird Schwarz hier auf einmal aktiv. Und öffnet hier seine E-Linie, wo er seine Türme verdoppelt hat. Deswegen spielt hier Sebastian jetzt A5, auch eine interessante Möglichkeit, und tauscht den A gegen den C-Bauern. Läufer E1, Turm C8. Nimmt ein bisschen Material vom Brett. Und was jetzt passiert ist, Schwarz tauscht hier raus, einen Turm-Zwischentausch, und wir landen in diesem Turm ins Spiel. Schwarz hat gerade einen Bauern mehr, aber dieser Bauer auf E3, der wird bald verloren gehen. Wichtig, nach hier zu gehen. Der Zug ist hier nicht so gut. Dann rennt dieser Bauer hier einfach vor und dann ist der nicht mehr so einfach aufzuhalten. Deswegen König E2, F2, um diesen Bauern aufzuhalten. Es folgt E3 Schach und König E2. Und es wurde Remis vereinbart. Ja, Sebastian schreibt ein starkes Remis. Sehe ich genauso. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, Sebastian, für dieses Remis gegen einen Gegner, der über 400 Punkte oder genau 400 Punkte stärker ist. Starkes Zeichen. Und jetzt schreibt mir der Sebastian auch noch was sehr Interessantes. Und zwar schreibt er, dass er vielleicht hätte weiterspielen sollen. Und das finde ich super, diese Einstellung. Und das kann ich euch auch nur auf dem Weg mitgeben. Denn er schreibt auch hier, er hätte vielleicht Tormentspiele lernen können. Und genauso sehe ich das auch. Es ist beim Mannschaftskampf. Ist es ein bisschen schwieriger, weil da ist euer Ergebnis im Prinzip, geht das natürlich auch mit in die Mannschaftswertung ein. Und wenn man da auf einmal eine Partie, die eigentlich Remis ist, verliert und dadurch die Mannschaft verliert, das kann zu schwierigen Situationen führen. Da müsste man mindestens den Mannschaftsführer fragen. Aber wenn es jetzt insbesondere eine Einzelpartie ist, dann würde ich auch immer dafür plädieren, weiterzuspielen. Weil wann kriegt ihr sonst mal die Übung, ausgeglichene Endspiele weiterzuspielen? Und was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall verliert ihr halt, mein Gott. Und ja, dieses Endspiel, Weiß kann hier irgendwann diesen Bauern abholen. Und Schwarz muss halt in der Zeit gucken, was er aktiv macht. Er hat hier noch diesen schwachen G-Bauern. Weiß hat auch einen sehr aktiven Turm. Der König ist ja noch ein bisschen weiter weg von Schwarz. Also es gibt schon so ein paar kleine Pluspunkte für Weiß, wo man sagen kann, darauf kann er spielen. Der Computer sagt hier 000, kein Problem. Aber das will nichts heißen. Nur weil ein Computer 000 zeigt, heißt das nicht, dass nicht normale menschliche Spieler hier nicht noch irgendwie Fehler machen würden. Ich denke, wenn man das einen Großteil der Spiele ausspielen lassen würde, wäre die Remisquote gar nicht so riesig, weil einfach Fehler gemacht werden. Also, ich kann euch nur noch mal ermutigen, dann mir auch jetzt Partien dieser Art zu schicken, weil ich, wie gesagt, wieder ein paar User-Analysen machen werde. Gerne auch und so ausführlich wie die Sebastian. Das fand ich, hat mich wirklich fasziniert. Und es müssen keine Gewinnpartien oder irgendwas sein, keine tollen Partien, eher Verlustpartien. Aus denen lernt man ja umso mehr. Sebastian hatte mir auch ein paar tolle Gewinnpartien geschickt, die auch einfach echt stark waren. Also ja, bist du auf einem guten Weg, Sebastian. Mach weiter. Ich gucke hier noch mal kurz rein. Was kann ich dir mitgeben? Ja, ich gebe ja immer gerne natürlich noch mal was mit aus dieser User-Analyse. Ja, der erste Punkt ist natürlich die Eröffnung. Ja, dass man schau dir, wenn du so eine Eröffnung spielst, du hast gesagt, du hast dich vorbereitet, das muss natürlich sitzen hier. Weil führt jetzt schon zu einer schlechteren Stellung. Einfach aus der Eröffnung heraus. Und genau, der zweite Punkt, aber das weißt du wahrscheinlich, Entwicklung. Hast du hier natürlich ein bisschen vernachlässigt, aber ist auch ein bisschen schwierig mit diesem D4, hast du ja selbst gesehen. Genau, also erster Punkt, den ich mitgebe, schau dir die Eröffnung nochmal an. Zweiter Punkt, Entwicklung. Und ansonsten. Ja, hat mir das hier sehr gut gefallen, dieser Damentausch-Aktivität mit dem Springer. Auch dieses Endspiel und diese prophylaktischen Züge hat mir alles sehr gut gefallen. Also hier kann ich dir gar nicht mehr so viel mitgeben. Auch diese Aktivität hier im Turmendspiel gefällt mir sehr gut. Man kann sich natürlich hier überlegen, ob man stattdessen nicht versucht, hier mal diesen Springer umzugruppieren. Vielleicht sogar in so eine Richtung. Aber das sind Kleinigkeiten, das sind eigentlich gar keine großen Fehler. Deswegen, genau. Also, fasse ich nochmal zusammen, was gebe ich dir mit? Schau dir nochmal die Eröffnung genau an. Versuch dich am Anfang wirklich erstmal fertig zu entwickeln. Und drittens, hast du selbst erkannt, spiel die Partien aus. Spiel die ruhig bis zum bitteren Ende aus. Wo lernt man sowas sonst? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Hattet auch ein bisschen Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, auch über ein Abo. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.